Whisper sitzt mit ihrem Bruder im Wohnzimmer. Gar nicht so leicht, ein Bilderbuch anzuschauen, wenn Ralph die ganze Zeit dabei spielt, findet Whisper. Ralphie, schalt doch mal das dumme Ding ab, sagt Whisper. Da geht das Spiel schon von allein aus. Ich heiße Ralph. Papa, komm mal, das Spiel ist kaputt. Whisper schüttelt den Kopf. Ralphie verliert wirklich schnell die Geduld. Whisper will gerade in ihrem Bilderbuch weiterlesen. Da blickt sie in die Augen eines Pferds. Nanu? Hallo, liebes Pferd. Ich bin Whisper. Willkommen bei mir zu Hause. Hallo, Whisper. Ich heiße Herbert. Es ist mir sehr peinlich, aber... Aber? Whisper beugt sich zu dem Pferd und streichelt seine Mähne. Also, sagt Herbert, weißt du, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Whisper nickt. Oh, das tut mir aber leid. Hast du dich verletzt? Nein, ich kann nichts Schweres mehr ziehen. Und die Biber brauchen mich doch. Das muss Whisper sich anschauen. Mach die Augen zu, sagt sie und stellt sich eng neben Herbert. Sch, Augen fest zu, Whisper eilt herbei und hilft im Nu, singt sie. Und schon wirbelt sie mit Herbert in einem bunten Zaubernebel durch die Luft. Kurz darauf stehen die beiden mitten im schönen, weiten Grasland am blauen Fluss. Es geht um... Doch da melden sich schon die Biber zu Wort. Hey, Herbert! Rufen Ed und Ted. Da bist du ja wieder. Du siehst fit aus. Kannst du uns jetzt die Baumstämme bringen? Ed hört sich ungeduldig an. Wir können sonst nicht weiterbauen. Herbert senkt den Kopf. Weißt du, Whisper, ich war vorher richtig stark. Konnte alles hochheben und ziehen. Aber jetzt... Er spricht leise weiter. Jetzt geht es nicht mehr. Komm in die Hufe, Herbert, rufen die Biber aus der Ferne. Siehst du, Whisper? Die Biber haben das ganze Holz verschnürt, damit ich es zu ihrem Damm schleppe. Tja, leichter gesagt als getan. Herbert packt mit dem Maul das Seil und steckt den Kopf in die Schlaufe. Und los! Feuert er sich selbst an. Doch die schwere Last bewegt sich nicht einen Zentimeter vom Fleck. Siehst du, ich krieg's nicht bewegt. Zieh, Herbert, zieh! Rufen Ed und Ted aus der Ferne. Aber Herberts Knie zittern nur heftig. Warum hängt das Seil eigentlich da oben im Baum? Fragt Whisper. Das Seil, an dem Herbert zieht, führt über die Äste hoch über ihn. Aber das Pferd hört ihr gar nicht zu. Ich bin nicht mehr der, der ich mal war, sagt es ganz niedergeschlagen. Da hat Whisper die Idee. Wie gut bist du im Klettern, Herbert? Klettern? Mit diesen Trampelhufen? Wieso? Um dieses Problem zu lösen, muss jemand auf den Baum da klettern. Und der ist zu hoch für mich, sagt Whisper. Nun braucht Whisper Hilfe. Und sie weiß auch schon von wem.